Kommen wir zum zweiten Tool, das ich in diesem Blog-Eintrag oder in diesem Blogartikel vorgestellt habe. Hat genau die gleiche Funktion wie Tool 1, allerdings mit etwas mehr Plattformen, die wir hier checken können und vielleicht sogar etwas übersichtlicher. Die Plattform heißt Novem und ist unter dem Video direkt verlinkt zum Anklicken. Und dann zeige ich Ihnen auch hier den Vorgang. Also Sie klicken unter dem Video auf den Link. Geben dieses Mal hier Ihren Namen ein, den gewünschten Benutzernamen und sagen dann hier Check it auf diesem Button. Jetzt fängt das Ganze an hier zu laufen und zwar in den ja, beliebtesten Social Networks. Ist hier oben, sehen wir die Überschrift. Und wir sehen hier bei Blogger ist es nicht mehr möglich. Da ist Available durchgestrichen, heißt also, dort ist der Name schon vergeben und zwar der Name, den Sie hier in dieses Feld eingegeben haben. Dann bei Foursquare wäre noch available, also noch verfügbar. Und so geht das hier über die ganze Liste. Man sieht sofort, wo noch etwas verfügbar ist für diesen Username und wo nicht. Dann haben wir hier unten noch Domains, die möglich sind, hier for sale vielleicht. Hier unten available, wie schon bei der anderen Plattform, sehen wir hier die verschiedenen Möglichkeiten der freien Domains. Und haben jetzt hier zusätzlich einen Button. Den orangenen Button hier, Check over 500, also prüfen Sie weitere 500 Social Networks. Da klicken wir mal drauf. Und jetzt sehen wir hier die Unterscheidung auf dieser Seite. Und zwar haben wir hier oben einmal Blogging. Die wird auch direkt gecheckt, diese Kategorie. Hier sehen wir die verschiedenen Netzwerke im Blogging-Bereich. Zum Beispiel bei Blogdrive oder hier bei Blogtalkradio ist das Ganze oder wäre der Benutzername noch available, also verfügbar, den wir hier oben eingegeben haben. Und jetzt können wir hier zum Beispiel weiter die Bookmarking-Seiten checken, indem wir einfach diesen Button hier klicken, Check this category. Dort klicken wir drauf und dann fängt das sofort hier unten an zu laufen. Sie sehen das. Und hier sehen wir jetzt, dass hier noch eine Menge verfügbar ist. Überall, wo hier dieses Available ist, können wir auch noch diesen Nutzernamen beantragen. Dann haben wir unten Business. Das sind dann die nächsten Kategorien der Plattform. Auch hier einfach nur Check this category und sofort geht es los. Dann haben wir noch Community. Wir haben hier noch Design. Wir haben Entertainment. Wir haben hier die Kategorie Health, Information. Microblogging, Music, News, Foto, Tech, Travel, Videoplattformen. Auch das natürlich sehr interessant, gerade die Videoplattformen. Übrigens findet man nebenbei hier auch Links von Webseiten, die man vielleicht vorher gar nicht gekannt hat, für Videoplattformen zum Beispiel, ja. Hier sind natürlich auch die Bekannten dabei, wie YouTube und so weiter, Ustream, aber natürlich auch weniger Bekannte, wie zum Beispiel Poake oder Justin TV, RealScoop, und so weiter. Ja? Okay, das zweite Video, die zweite Plattform, die Ihnen wirklich enorme Zeitersparnis bringt, wenn Sie so hier die Usernamen checken. Sie haben einen kompletten Überblick über alle möglichen Plattformen. Und ich würde mich freuen, Ihnen hiermit ein hilfreiches Tool an die Hand gegeben zu haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.